Herzlich willkommen bei The Taste of Ankerkraut, Finnland. Hallo, ich bin Stefan. Ich bin der Gründer von Ankerkraut. Und ich bin auf einer Reise um die Welt, auf der Suche nach dem Geschmack. Wir nennen es The Taste of Ankerkraut. Wir waren in Namibia und jetzt sind wir in Finnland. Wir wollen das Land der Seen, das Land der Bäume, der Rentiere und Elche kennenlernen und erfahren. Finnland ist übrigens genauso groß wie Deutschland. Hier leben aber 5 Millionen Menschen, im Gegensatz zu den mehr als 80 Millionen in Deutschland. Ein riesiges Land also, mit sehr wenigen Menschen. Dafür gibt es hier viele Bäume. 90% des Landes sind bedeckt mit Bäumen. Wusstet ihr, wie viele Seen es in Finnland gibt? Ich habe es gerade nachgeschaut. Fast 190.000. 190.000 Seen. Das bedeutet, dass weniger als 30 Leute sich einen See teilen. Wahnsinn, oder? Ich will dieses Land kennenlernen, will die Küche sehen und schmecken. Ich möchte schwimmen gehen, ich möchte auf ein Boot gehen, ich möchte angeln, ich will einen Fisch fangen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und jetzt geht's los. Jetzt gehe ich auf die Reise nach Finnland. Taste of Ankerkraut. Kommt mit. Und wir machen da ein Blutkrebsessen. Angekommen in Helsinki, der Hauptstadt von Finnland. Hier wohnen 1 Million Menschen und es gibt gefühlt ungefähr genauso viele Inseln. Was machen wir heute? Wir steigen gleich auf ein Boot, das hoffentlich irgendwann ankommt, und fahren auf eine Insel in das Restaurant Saari zum Essen. Und heute gibt es da Crayfish, also Krebse. Das ist eine super Spezialität, die man hier von Juli bis September isst. Leider bin ich dagegen allergisch, aber ich bin trotzdem total gespannt, wie die Dinger aussehen, wie die hier zubereiten. Und ich glaube, unser Boot kommt. Ich muss jetzt los. Ist das mein Boot? Nein, es ist nicht. Wir werden nicht viel Zeit in der Stadt verbringen, weil Finnland ist ja nicht nur Stadt, sondern Finnland sind Wälder, Seen, Meer. Und das gucken wir uns an. Aber jetzt geht's erstmal ins Restaurant. Kommt mit. So, wir sind jetzt im Saari-Restaurant und hier gibt es traditionelles finnisches Essen. Das Wichtigste, hat man mir gesagt, ist der Latz. Ich esse zwar keinen Krebs heute, aber einen Latz trage ich natürlich trotzdem. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wer diese nette Dame ist. Ich bin ja nicht alleine heute hier, sondern ich bin mit Terry da. Die ist vom finnischen Tourismusboard und die wird uns jetzt zeigen, wie man so einen Krebs eigentlich isst. Hallo. Hallo, danke schön. Im Sommer oder Herbst anfangen, gehen alle Leute ins Restaurant oder auch in ihrem Haus und es gibt Krebse. Dazu singt man Lieder und nach jedem Krebs, den man isst, Crayfish, muss man einen Schnaps trinken. Die Krebse, die sind jetzt für 3 Leute hier, das sind so, wie viel sind das, ungefähr 20? Das sind ja, müssten sein, über 20 Krebse. Sind ungefähr 20 Krebse.
Ich glaube, so viel Fleisch ist da nicht dran. Man knackt das auf und dann kann man so 2-3 Mal davon essen. Ne? Und dann, ja, ja. Man muss wirklich nach jedem Krebs einen Schnaps trinken? Ja? Ja. Okay, super. Das ist ein Blutkrebs, was eigentlich eine alte, traditionelle finnische Sorte von Krebs ist. Es gibt ja auch andere. Und wir fangen jetzt an. Wir nehmen erstmal hier die Zangen ab. Zangen ab. Und diese Krebse, das ist gekocht so. Traditioneller finnischer Weg, das zu kochen, ist erstmal in so einem Dillkräuterwasser oder Dillwasser. Du kochst das im Wasser mit Dill und nochmal mit dieser Kronendill, also mit der Blüte drauf. Okay. Und das gibt dir einen besonderen Geschmack. Es riecht auch sehr nach ja, Dill. Ja, das ist das. Und dann nimmt man erstmal die Zangen ab und isst man die Zangen. Von hier, von jedem Gelenk, tut man das so abbrennen. Dann kann man das erstmal, ganz wichtig, man muss hier immer diese ganz leckere Flüssigkeit saugen, weil das schmeckt gut. Dann nimmt man diese Scherenteil, man macht hier die Schere ab. So. Und wozu benutzt man das, diesen Loch hier? Um den zu knacken. Ach Quatsch. Ja. Aha. Und dann saugt man hier das Fleisch, da ist ein bisschen Fleisch und die tolle Flüssigkeit weg. Das war's. Und dann kommt man nochmal hier diese Schälteil. Da sind verschiedene Wege, das aufzumachen, aber aufmachen muss man das ja. Da ist Fleisch drin. Und jetzt habe ich hier Fleisch aus dieser Zange rausgekriegt. Und was dazu gehört, das isst man eigentlich immer mit Brot, mit Weißbrot. Mit dem Weißbrot tut man erstmal hier irgendwelche Soße, wie wir hier haben. Mache ich hier ein bisschen. Am besten vielleicht hier ein bisschen. Das kann auch Butter sein. Eigentlich traditionell finnisch kann man einfach nur Butter drauf machen. Dann tut man diese Krebsfleisch drauf. Ah. Dann. Ah, super. So macht man das. Toll. Und dann geht's weiter. Dann trennt man diesen Körper hier von dem Schwanz ab. Hier zwischendurch, wenn man natürlich Profi ist, dann tut man hier auch ein bisschen saugen, diese gute Flüssigkeit, weil da ist überall die tolle Flüssigkeit. Den kannst du hier trinken. Dann nimmt man auch diesen Panzer, da ist ein Panzer, dann nehme ich den Panzer ab. Da bleibt auch diese Galle drin, das essen wir nicht. Aber hier unten gibt es auch Fleisch. Da nimmt man ein bisschen mehr Fleisch. Das ist alles tolle Fleisch. Dann legt hier rein. So. Und diese machen die meisten Leute auch sauber. Hier darf man schlürfen. Super. Und dann das beste Teil natürlich, der Schwanz hier. Das ist der beste Teil. Der beste Teil, wie beim Rabenau, dieser Schwanzteil. Und da müssen wir jetzt erstmal den Panzer wegkriegen. Da sind verschiedene Wege, das wieder zu machen. Ich benutze jetzt hier diese Krebsmesser. Dass ich da die Kruste abkriege. Also nochmal dann als letzte, dann nehme ich ein Stückchen weg. Und ich entferne den Darm hier weg. Ah, okay. Das isst man nicht. Und das tut man wieder hier hin. Das beste Stück aus Brot. Super, toll. Dill drauf. Guten Appetit. Toll. Gut? Schmeckt es gut, ja?
Es ist soweit, Hauptspeise, und es gibt das Nationalgericht der Finnen, nämlich Lachs. Dieser Lachs wurde geräuchert auf dieser Insel mit Leppa-Holz. Ich glaube, das ist Espe, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es riecht wunderbar. Ich probiere jetzt ein kleines Stückchen Lachs und dann müsst ihr leider gehen, weil dann darf ich nämlich in Ruhe essen. Aber für das kleine Stückchen Lachs seid ihr noch mit dabei? Mmh, guckt euch das mal an. Mit der beste Lachs, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Das Stück werde ich jetzt richtig genießen. Ich sage jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen. Tschüss.